So. Ich frage mich, was Mario wohl gerade macht. Ob er vielleicht verletzt ist? Ich mache mir solche Sorgen um ihn. Es geht ihm sicher gut, Prinzessin. Ich wette, er ist gerade dabei, die Sterne zu retten. Die Qualität ist gut. Ja, doch. So gut, wie ich sie gerade hinkriegen kann. Ja, du hast recht, Twink. Ich muss stark sein. Ich muss mich darauf konzentrieren, einen Weg hier rauszufinden. Spielen wir jetzt Peach? Bitte spielen wir Peach. Ich weiß, ob man in Paper Mario manchmal Peach spielen kann. Aber vor der Tür stehen jede Menge Wachen. Und du kannst unmöglich durch das Fenster einkommen. Oh, warte eine Minute. Ich erinnere mich, dass mir der Minister gesagt hat, es gäbe in diesem Raum einen Geheimweg. Twink, hilf mir danach zu suchen. Cool, tolle Idee. Ja, ich hoffe das Beste für euch beiden, dass ihr die blauen Rosen ganz schnell kriegen könnt. So. Wir spielen tatsächlich die wahrhaftige Peach. Oh, sieh doch, da ist etwas hinter diesem Bild. Oh, wir haben es direkt gefunden. Ist das direkt der Schalter? Ja, okay. Okay, was haben wir denn hier alles? Ein sehr großer Kamin. Das Feuer verbreitet angenehme Wärme. Das glaube ich für Papier, glaube ich, das jederzeit. Es ist so ungewohnt, sich nicht drehen zu können, nicht? Gerade. Ein Foto von Mario, Herz. Die Kleider der Prinzessin. Ihre Lieblingsgarderobe. Okay, es sind tatsächlich dieselben Texte, wie als wenn wir... Was haben wir denn da? Okay, da ist eine... Gab es eine Puderanimation gerade? Hier ist auch noch eine Puderanimation. Oh Gott. Ist der schwarze Balken darum normal? Ja, gut. Okay. Ein Strauß von Prinzessin Peaches Lieblingsblumen. Sie duften einfach herrlich. Was haben wir hier? Okay, da können wir rausgucken. Okay. Nichts Interessantes gerade. So. Okay. Gut, dann machen wir mal einen Schalter. Zack. Warum habe ich das vermutet, dass das im Kamin ist? Ist der einzige große Spot, den wir hier haben. Ja, cool. Jetzt können wir diesen Raum verlassen. Auf geht's. Let's go. Ich darf nicht springen, Mann. Warum darf ich nicht springen? Oh, hier ist noch ein Schalter. Was ist das für ein random Raum? Oh. Warum nicht einfach einen Weg? Ach so. Okay, ich verstehe warum. Glaube ich. Wo sind wir? Okay, da kommen wir raus. Hier haben wir gleich ein Tagebuch oder sowas. Hey, sieh dir das an. Es scheint fast, als hätte jemand sein Tagebuch hier liegen gelassen. Sollen wir es lesen? Klar. Oh, solche Dinge tust du wohl gerne, wa? Zitze. Klar, Peach ist halt die neugierigste Frau, die ich kenne. Okay, aber ganz leise. Mal sehen. Tag 00, Monat Stern, Sonic. Heute bin ich zum Sternhafen gegangen und habe dort den Sternstab gestohlen. Jetzt bin ich unbesiegbar. Cool. Es ist Bowser. Ich habe auch die 7 hohen Sterne entführt. Jetzt können sie nicht mehr dazwischen funken. Das war ein harter Tag und ich bin ziemlich erledigt. Das Abendessen war ganz nett, aber ein bisschen fade. Ich glaube, ich kenne die Person, die das geschrieben hat. Sollen wir weiterlesen? Oh, voll interessant. Okay, machen wir weiter. Tag 0x, Monat Stern, wolkig, dann sonnig. Liebes Tagebuch, heute war ein großer Tag. Ich habe meine Festung dazu benutzt, den Pilzpalast in den Himmel zu heben. Dann bin ich in den Palast eingedrungen und habe Mario verdroschen. Ja. Ich weiß, unglaublich, aber lustig. Und das kommt noch besser. Danach habe ich Prinzessin Peach entführt. Mal wieder. Ich könnte nicht glücklicher sein. Ich hoffe, sie mag mich. Prinzessin Peach, das ist Bowsers Tagebuch. Igitt. Oh, ich würde schon mal private Bowser-Sachen wissen. Was sollen wir tun? Sollen wir weiterlesen? Klar. Tag XX. Monat Stern. Sonic. Nun, die Koopa-Brüder sind von Mario besiegt worden. Er hat sogar den blöden Stern befreit, den ich dort gefangen hielt. Ich bin so sauer, dass ich kaum schreiben kann.
Oh, ich bin Mario, ich bin so groß und stark und gut und hilfsbereit. Ich hasse ihn, aber ich mache mir trotzdem keine Sorgen. Auf keinen Fall kann Mario den Stern in der staubtrockenen Ruine retten. Um das zu tun, müsste er zuerst das Geheimnis der Wüste lösen und die Ruine in der staubtrockenen Wüste finden. Er weiß ja nicht mal, wie man in die Wüste gelangt. Deshalb mache ich mir keine Sorgen. Ich bin sogar so ruhig, dass ich jetzt zu Bett gehe. Die staubtrockene Ruine sind inmitten der staubtrockenen Wüste. Alles staubtrocken. Eine der edlen Sterne wird dort gefangen gehalten. Twink, glaubst du, du kannst Mario finden und ihm das mitteilen? Ja, natürlich, Prinzessin Peach. Ich mache mich sofort auf die Suche. Oh nein. It's a Bowser time. Oh nein, ich fasse es nicht. Ich habe mein geheimes Tagebuch offen liegen lassen. Es wäre mir furchtbar peinlich, wenn hier es jemand lesen würde. Was? Da sind die Prinzessin hier zu suchen. Ah, ihr Bösartiges. Ich habe mein Tagebuch gelesen. König Bowser, gibt es ein Problem? Ihr seid die schlechtesten Wachen aller Zeiten. Bringt die Prinzessin sofort zurück auf ihr Zimmer. Jawohl, Sir. Auf der Stelle, vergebt uns, Sir. Nein, lass mich runter! Oh nein, die arme Peach. Als ob Bowser den Stern nicht sieht. Okay. Mario, ich weiß, dass du es schaffst, alle hohen Sterne zu retten. Aus dem tiefsten Grunde meines leuchtenden Herzens spreche ich dir meine Dankbarkeit aus. Jetzt, wo du mich aus meinem Gefängnis befreit hast, ist auch das Siegel, welches meine Macht unter Verschluss hielt, zerbrochen. Schon bald werde ich wieder voll bei Kräften sein. Solange auch nur ein Funken Kraft in mir verbleibt, werde ich dir stets helfen. Mal kann du die Sternkraft im Kampf einsetzen. Um eine Sternkraft einzusetzen, benötigst du Sternenergie. Möchtest du, dass ich dir den Einsatz von Sternkräften und Sternenergie erkläre? Klar. Erlaube mir, es dir zu erklären. Also Mario, dies ist die Leiste für die Sternenergie. Ah, okay. Siehst du, so kannst du sehen, über wie viel Sternenergie du verfügst. Auf der rechten Seite des Balkens leuchtet ein Stern. Jeder Stern steht für eine Einheit der Sternenergie. Also verfügst du jetzt über eine Einheit. Geil. Als nächstes, lass mich dir die Sternenkräfte erklären. Wir beginnen mit Erfrischung. Diese Kraft ermöglicht dir deine KP und die BP. Das ist quasi die weiße Magie in Final Fantasy und alle anderen Spielen. Also die Heilmagie quasi, scheinbar. Mit 5 Punkten wieder aufzuladen. Warum probierst du das nicht gleich mal aus? Ah, okay. Jetzt haben wir da noch einen Punkt. Und eine Erfrischung. Lädt verbraucht der Sternenergie wieder auf. Ah. Ha, guck mal. Das heilt sogar ein paar Schadenseffekte scheinbar. Das ist cool. Siehst du, aber sowohl die KP als auch die BP wurden jeweils für 5 Punkte aufgefrischt. Diese Aktion hat dich eine Einheit Sternenergie gekostet. Du hast nun keine Energie mehr übrig. Behalte diese Absage während der Kämpfe gut im Auge. Schön. Und jetzt können wir quasi mit Fokus das kurz wieder auffüllen. Normalerweise wäre nun dein Partner an der Reihe, gefolgt vom Zug deiner Gegner. Aber da wir ja nun üben, nehmen wir einfach an, dass Mario wieder dran ist. Okay. Okay, Mario ist nun dran. Nun achte genau auf die Sternenergieleiste. Gut, da haben wir quasi einen kleinen Punkt wieder aufgefüllt. Ist dir auch gefallen, dass sich die Sternenergie ein bisschen aufgefrischt hat? Jedes Mal, wenn Mario an der Reihe ist, lädt sich die Sternenergie ein kleines bisschen wieder auf. Du solltest dir das merken, wenn das wieder sich doch als sehr wichtig herausstellt. Ich fühle mich schon viel wohler wieder. Ich habe meine Haare nämlich nicht gemacht. So, als nächstes erkläre ich dir eine andere Sternkraft-Fokus.
Fokus ist eine Sternekraft, die es dir ermöglicht, etwas mehr Sternenergie als gewöhnlich zu regenerieren. Jetzt ist deine Sternenergie fast aufgebaut, obwohl du sie langsam wieder auffüllst. Gut, nun probiere die Sternenkraft Fokus aus. Gut. Probieren wir es aus. Fokus. So. Damit können wir sie wieder auffüllen. Alles klar. Nette Sache. Die Sternenergie lädt sich ein wenig auf. Hast du gesehen, wie viel Sternenergie du zurückgewonnen hast? Mit Fokus kannst du die Energie viel schneller wieder aufladen. Ah, okay. Ist aber jetzt. Ich habe jetzt gedacht, okay, die lädt sich komplett wieder auf. Vergiss nicht, dass du deine Sternenergie auch durch eine Übernachtung in deinem Tothaus auffüllen kannst. Nun gut, so viel zu meinen Ausführungen. Ich wünsche mir, dass du die Sternenkräfte während deiner Kämpfe ausgiebig einsetzt. Okay. Mario, hör gut zu. Du musst die anderen hohen Sterne so schnell wie möglich retten. Wenn die sieben wieder zusammen sind, können wir die Sternenkraft namens Sternenstrahl erleihen. Der Sternenstrahl ist die einzige Möglichkeit, gegen die Kraft des Sternenstabs zu bestehen. Cool. Ich muss nun zurück. Zurück zum Sternhafen. Ich muss sofort aufbrechen. Doch ich werde stets über dich wachen. Rette uns, Mario. Ist mal sehr ungewohnt, dass wir mal nicht Peach retten müssen. Aber gut. So, beim Speichern auf jeden Fall. Muss ich mir die Erklärung nicht nochmal angucken. Okay. Ich finde das Wasser ist sehr schön animiert. Also es ist, ist für ein N64-Spiel sehr hübsch. Muss ich schon so sagen gerade. Gut, auch wenn es bei mir ein bisschen matschiger ist, weil ich habe das Ganze für euch ja so ein bisschen zusammengepackt, weil das Spiel ist normalerweise relativ groß. Ich kann das euch bei Animal Crossing Screen zeigen. Wo haben wir denn? Da. Normalerweise sieht das halt so aus. Das ist, weiß ich nicht, ob das unbedingt schön ist. Also, weiß ich nicht. Müsst ihr entscheiden. Also, sonst kann ich gucken, dass ich das ein bisschen bastle, aber ich finde das immer ein bisschen geiler. Wenn die nur geklont sind, würde das gehen, aber spätestens nicht so anstehen, ist eigentlich trotzdem kein Klon mehr, wenn du... Was? Achso, der hat gerade die Nachricht komisch angezeigt von Wind, von dadurch, dass ich gewechselt habe, weil der Chat halt für dieses Projekt halt ausgeschaltet ist. Ich war gerade ein bisschen irritiert, jetzt hat Daniel einfach doppelt. Ja, richtig schnell, nicht? Oh, Moment, wir können ja jetzt durch. Wir haben jetzt ja den Bob-Bob. Gut, dass ich das überhaupt gemerkt habe. So, hier bitte. So habt ihr mal ein bisschen Chat im Let's Play gesehen. So, was haben wir denn hier eigentlich? Ich weiß, dass hier einige waren. Einige Punkte. Ah, hier ist eine Kiste. Das ist okay. Ein BP-Plus-Orden. Er hat die gesamte PM5. Nicht im... Doch, da auch. Jetzt habe ich es auch gerade wieder gesehen, dass man das sehen kann. Stimmt, ich habe es angeschaltet. Ah, meine Güte. Oh, ich komme gar nicht rauf. Oh, herunterfallen? Ja, okay. Wäre, glaube ich, ein bisschen dumm, wenn ich das im Live-Let's Play halt komplett ausschalten würde. Oh, geil. Oh, man liebt mich. Oh. Oh, das hat nicht funktioniert so ganz. Oh nein. Okay, das war ein schlechtes Timing. Das war wieder ein schlechtes Timing. Okay, ich muss das wieder raus haben. Diese verdammten Stachelkupfer wieder. Ich hasse sie. Au! Ey! Na gut, diesmal habe ich es aber hingekriegt. Okay, das war wieder dieses minimalistische, okay, dann trifft man gerade so. Ich erinnere mich. So, ach egal, komm. Wir müssen ja noch ganz zurückgehen. Okay, jetzt
geht es wieder ein bisschen besser. Das ist halt minimal, bevor er trifft. Also es kann halt gar nicht so viel Zeit dazwischen sein. Ich erinnere mich. Der hat sowieso noch ein KP. Von daher, gut. Der einen überlebe ich halt auch noch. Ah, vielleicht auch nicht. Egal, wir können ja dann nochmal zurückgehen. Dann bam, 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 bam. Yeah. Dann laufen wir nochmal im Zug. Oh, bisschen PP, ist okay. Nehme ich gerne mit. So, einmal voll tanken. Dann gehen wir mal wieder zurück. Okay, hier ist der erste Angriff gar nicht so unwichtig. Weil dann liegt er nämlich direkt auf dem Boden. Das ist ziemlich gut. So, machen wir nämlich mal einen Panzerstoß. Ach, das war ein perfekter Panzerstoß. Gut, das war halt schnell loslassen. Ich erinnere mich dem. Du kannst halt nicht. Solltest halt nicht komplett aufladen. Gut. So, wieder Punkte aufgefüllt. Sehr gut. Es war doch hier irgendwo nochmal eine Bombenstelle, wenn ich mich gerade recht erinnere. Oh. Nein! Nein! Au. Nein, wenigstens runter. Ist auch egal. Kann ich den damit um? Na, Umschuss geht leider nicht. Schade. Schade. Ah, ein bisschen zu früh gedrückt, leider. So. Bam. So, das sollte eigentlich reichen. Danke. So, runter mit dir. Ah. Ich bin auch direkt umgestoßen, sehr gut. War nur kein perfekter Move, leider. War nur leider kein perfekter Move. So, dann machen wir den mal hinweg. Das sollte kein Problem sein. So, sehr schön. Nur 2 Sternepunkte. Ui, das ist wenig. So, Münzen. Noch was? Oh nein. Ups. Upsala. Wollte ich nicht. Tut mir leid, Mario. Warum geht der Schall erst angriff und dann treffen wir als erstes? Kann man mir das mal erklären, warum das so ist? So. So. Bada bada bam, ba bam, bam. Achso, ja, stimmt, der war das. Hier war doch noch eine Bombenstelle, oder war es im. In Kupigen. In Koopa? Koopaheim. So, jetzt aber. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Ja, muss ja die Koopaheim gewesen sein. Ah, map, 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 map. Bam. Dass die Koopas so wenig aushalten. Macht's ja halt schon ein bisschen angenehmer.
Macht's halt schon ein kleines bisschen angenehmer. Und ein paar Herzen. Sehr nett. Hier war doch noch irgendwo eine Bombenstelle oder was? Hier, das ist ja nur der Hochweg. Oder ein bisschen... wo war das denn noch? Ha. Ich weiß es gerade nicht. Naja. Ist auch nicht so wild. Kann ich hier denn nochmal raus? War das hier Cooperheim? Ah, hier ist Cooperheim. Gut, erstmal nur drei Hallen gehen, auf jeden Fall. Einmal nur drei Hallen. Sehr gut. Hast du gut geschlafen? Schön, viel Glück auf all deinen Wegen. Wie geht's deinem Abenteuer voran? Sehr gut sogar. Danke der Nachfrage. So, hier haben wir nichts mehr. Irgendwas Interessantes sonst noch? Als Mario Begleiter hat er doch die besten Chancen für lange Reisen. Mach uns stolz, Cooper. So, okay. Bombette, du bist... Ah! Gut, dass ich sie angesprochen habe. Bombette, du bist in Sicherheit. Oh, welche Freude. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Mario hat mich gerettet. Das Mindeste, was ich dafür tun kann, ist ihm dabei zu helfen, mit Pause eine ziemlich hohe Rechnung zu begleichen. Viel Glück, Bombette. Wir Bonbons wünschen dir alle bombigen Glück. Ich habe beschlossen, mit meinen Freunden ein Weilchen hier zu bleiben. Es ist schön hier. Das kann ich verstehen. Okay, erstmal speichern. So, ich glaube auch hier in diesen Häusern ist momentan noch nichts. Dann werden wir erstmal zum Guru nochmal laufen. Ein grüner Bonbon. Ich verstehe nicht, warum wir nicht in diesem leerstehenden Haus bleiben können. Das wäre so toll. Wir wünschen uns schon so lange ein eigenes Haus. Aber wenn der Besitzer des Hauses zurückkommt, haben wir wohl ein Problem. Aber wir können ja jederzeit zur Festung zurückkehren. Ja, das könnte, stimmt. Das könnte jetzt tatsächlich... Er ist in Bombette verliebt. Aber sie mag ihn nicht, weil er so hartnäckig ist. Liebe ist so blöd. Seufz, Bombette. Ich werde immer an dich denken. Doppelseufzer. Ich hab sie doch dabei, warum redet er nicht mit ihr? Was haben wir hier? Eine Bombenstelle? Vielleicht? Maybe? Hoffe ich? Hoffentlich lohnt sich das jetzt gerade. Hier war von Item, letztes Mal ein Item, ich erinnere mich. Wo geht das hier hin? Nee, ich glaube, hier waren die Fuzzies waren hier. Ja, genau. Okay, so zwei, da war nichts mehr. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Ich verschwinde schon wieder. Mann, ich verschwinde schon wieder dahin, wo ich nicht verschwinden will. Ich verschwinde schon wieder dahin, wo ich nicht verschwinden möchte. So. Warte, weil der Weißjager war in Toadtown, genau. Okay, dann gehen wir nach Toadtown. Ich glaube nämlich, dass wir hier nichts mehr finden werden. Dann machen wir uns auf den Weg. Gut, gespeichert haben wir, sehr gut. Dann werden wir gleich noch ein paar... Vielleicht kaufe ich noch ein paar Items. Warte. Ich habe, glaube ich, keine Items mehr mitgenommen. Aber wir haben so viel. Können wir uns eigentlich mal im Vollstopfen mit. So, nehme ich noch einen Powerblock mit, weil da können wir nie wissen. Vielleicht sogar zwei. Ich einfach genug. Ich habe scheinbar genug Platz im Inventar, das gefällt mir. So. Okay. Auf geht's wieder in die weite Welt. So, ich würde halt wirklich zum alten Kerl nochmal wieder gehen, weil der sagt ja auch immer so ein bisschen Bescheid, wo man wieder hin muss oder wo man weiter kann. So. Ey.
Danke. Bam, bam, bada, bada, bam, bada, 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 bam. So, erster down. Und zweiter down. Ach, verdammt, ich habe ein bisschen zu spät losgelassen, leider. Und ein bisschen zu früh gedrückt. Kann ich... Ach stimmt, den Hammer konnte ich nicht einsetzen, weil... Egal, wir können ja mit Cooper können wir ja auch den Hintern angreifen. Das ist ja auch kein Problem. Nur der Fliegende, das wird ein Problem. Also es wäre ein Problem. Das wäre ein Problem. Aber so... Ah, und direkt besiegt. Sehr schön. Sehr, sehr gut. An. Wir kommen auch relativ dem nächsten Level ab wieder dichter dran. Das ist sehr, sehr gut. So, nochmal wieder ein bisschen PP auffüllen. Dann. Gut. Sehr gut. Gut. Oh, schon wieder ein erster Kampf. Immer schön. Und da ist auch ein Pixie-Boo dabei, aber das ist auch kein Ding, weil die auch relativ, Gott sei Dank, sehr schnell down sind. Wenn man genug timet. Wenn man früh genug timet, dann funktioniert das alles. Sehr schön. Bam, bada, bam, bam. Ich erinnere mich, dass auf irgendeiner Route hier so eine Bombenstelle war. Warum finde ich die denn nicht mehr? Und hier hinten. Was ist hier? Nichts mehr, okay. Schade. Schade, schade, okay. Oh, das Gegner. Nein! Bisschen zu spät. Bisschen zu spät. Aber warum? Ja, wir sind reingerannt. Wahrscheinlich deswegen. So, weg damit. Gut, dass wir so viel Schaden machen. So. Ja, wir haben es. Wir haben fast das Level ab. Sehr gut. Aber ich glaube, da gab es noch eine Route gleich jetzt gleich. Oh, ein Pilz. Ausgezeichnet. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Oh nein. Das war ein bisschen dumm. Naja, egal. Na, egal. So. Moment, ich hätte auf der anderen auch aufschwimmen können, nicht? Aber ich bin auch. Das war ein bisschen dumm. Egal. Okay, wir können trotzdem angreifen. Sehr praktisch. Sehr praktisch. So, dann wäre der jetzt eigentlich gleich Geschichte. Ja, die mindestens in dieser Runde. Spätestens in der nächsten. Wo er mich aber auch nicht angreifen kann. Sehr gut. Level up! Yay! So, ich mach mal die Orden wieder höher. Weil da können wir nämlich noch ein bisschen mehr machen draus. Orden, so. Welchen setze ich denn nochmal rein? Wir haben jetzt 3 Punkte. Wenn das Action-Kommando perfekt hier herrscht, springen sie sofort du kannst auf einen Gegner. Das ist praktisch. Das nehme ich sogar gerne mit. Und Rabatt, komm. Okay. Ja. Das ist praktisch. So Doppelsprünge, also Mehrfachsprünge noch weitermachen. Das klingt sehr, sehr gut. So. Keine Bewegung, Mario. Auf dich habe ich's gewartet. Das ist doch bestimmt der Mini-Stern. Nee, das ist der Rachekerl wieder. Hat Bento, glaube ich, auch gesagt gehabt, dass er auf jeden Fall nochmal Rache will. Hm. Ich habe doch gesagt, dass wir uns wiedersehen werden. Jetzt bekomme ich meine Rache. Los geht's, Baby. Pass gut auf.
Jetzt ist er einfach wieder da. Und er ist... Oh nein. Der Arme. Mario, ich rede mit dir. Ich verspreche dir, dass dieser Kampf glänzlich anders als der letzte wieder laufen wird. Wer ist die Eierschale? Was für ein Knirps. Schnauze! Du, Mario, du erinnerst dich doch an mich? Nö. Was? Verdammt, du erinnerst dich nicht? Hör zu, du kleine Ratte. Mein Name ist Junior Trooper. Merk ihn dir und erzittere. Denn wenn ich mit dir fertig bin, wirst du ihn garantiert nicht mehr vergessen. Ich wollte nur wissen, was die Reaktion von ihm ist. Natürlich wissen wir noch, wer das ist. Weil das ein Live-Let's Play ist. Und so Soundeffekte finde ich da ein bisschen unpraktisch. Hallo Maser, guten Abend. Hat dir dein Ende-Center gefallen? Brech auf den Schmerz vor, Mario. Ich zeige dir, was ich gerade erst gelernt habe. Was kommt jetzt? Oh nein. Yeah, pass es gut auf. So etwas, yeah, baby, yeah. So etwas hast du noch nie zuvor gesehen. Deine Angriffe sind diesmal wirkungslos. Was mache ich denn jetzt? Wahrscheinlich kann ich den irgendwie knacken. Ich würde sagen, mit einem Hammer würde ich draufhauen. Ich meine, wenn du auf ein Ei raufhaust, bricht es halt irgendwann. Ah, guck mal. Genau. Hallo YouTube, ja. Autsch, rechnet denn damit, dass der Klempner über solche Fähigkeiten verfügt? Es ist noch nicht vorbei. Ja, ja. Okay, kann ich, ich weiß nicht, ich würde halt mit Bombett kämpfen. Ich glaube nicht, dass Cooper da irgendwie groß helfen kann. Oh, Moment. Moment. Ich hätte analysieren müssen. Glaube ich. Oder? Ja, mache ich. Ja, ja, doch. Doch, doch, doch. Gumbario. So, Fähigkeiten, Scanner. Oh mein Gott. Gleich mache ich auch noch den Chat aus. Wie war doch gleich sein Name? Junior Trooper? Ach, ich erinnere mich nicht genau. War nur ein Scherz. Maximal KW 15, Angriffskraft 2, Verteidigung 1. Sieht er nicht süß aus, wie er sich in seiner Eierschale versteckt? Einfach niedlich. Ihn zu besiegen sollte kein Problem darstellen, glaube ich. Okay, dann haben wir wieder mit dem Hammer rauf. So, dann wechseln wir mal aus und nehmen Bombett. Also ich weiß nicht, ob ich die Schale brechen kann, sonst greife ich gleich einfach mit dem Sprung an. Weil der kann ja jetzt eigentlich unendlich funktionieren. Kann ich überhaupt mit Sprung angreifen? Ich bin mal gespannt. Nee, okay, kann ich nicht. Gut, dann müssen wir mit dem Hammer raufhauen. Ich probiere es mal mit Bombe. Funktioniert nicht. Okay. Funktioniert nicht. Gut, dann hauen wir weiter rauf. Kriege ich den doch noch irgendwie frei. Mist. Okay, das bringt nichts. Verstehe. Okay, da müssen wir es mal so machen. Ich probiere es trotzdem mit dem Cooper. Ich probiere es trotzdem mal mit dem Cooper. Hier nach Hause. Ach, okay, das macht Schaden. Gut, das ist schon mal. Ja, ich habe das. Ich habe Twitch sowieso bei der Verbindung. Immer unten verlinkt. Also, wenn ihr auch live mal dabei sein wollt, könnt ihr jederzeit machen. Ich streame fast täglich aktuell. Danke, Maser, für diese kleine Werbung.
Müsst ihr eigentlich drüber schreiben, enthält Twitch-Werbung. Könnt natürlich auch gerne bei Masa vorbeigucken. Der macht auch regelmäßig Let's Plays. Let's Streams. Streams. Was laber ich da? Jetzt bin ich gerade ein bisschen. Warte, machen wir mal eben eine Erfrischung. Was? Ja, bis gleich. Ist halt kein schwerer Kampf, aber er ist halt nur ein bisschen lang, nicht? So. Ich weiß auch nicht, ob ich den noch besser hinkriegen kann, ehrlich gesagt. Klar, ich kann halt besser ausweichen, das ist klar, aber sonst bin ich mir gerade nicht sicher dabei. Alles gut. Warum du es gemacht hast, wollte ich jetzt auch nicht weiter vertiefen. Ich habe nur gehofft, dass es dir gefallen hat. Okay, mehr Dialog hat er nicht. Du bist schon enttäuschend. So. Toadtown.